Hey meine Lieben, ein neues Video, Are You The One Reality Stars in Love Folge 1 und 2. Bodenloser Cast, bodenlose erste zwei Sendungen und gleich haben schon die Richtigen wieder reingeschissen, jetzt in dem Video. Vielleicht habt ihr die Reaction ein bisschen eher erwartet, aber ich hatte gestern so Zahnschmerzen. Ich war morgen bei meinem Zahnarzt gewesen mit dem Ergebnis, dass ich dann den restlichen Tag nur Zahnschmerzen gehabt habe. Am Abend ganz schlimm, es heute Morgen beim Notdienst war. Aber jetzt gibt's die Reaction, also jetzt ist sie da. Und ich versuche, pünktlicher für euch zu sein, meine süßen Mäuse. Und los geht's. Die erste, die einzieht, ist Tara. Und Tara und ich kennen uns ganz gut. Und das hat mich gefreut, dass sie gleich hier, ja, sozusagen die Sendung eröffnet. Mein Name ist Tara Tabitha, ich bin 31 Jahre alt, ursprünglich aus Österreich, wie man hören kann. Was heißt denn ursprünglich? Sie ist eine Person, die super oft umzieht und da muss ja erstmal ein Mann tatsächlich mitkommen in dieser Geschwindigkeit, wie Tara immer ihre 7 Sachen packt. So nervös und niemand kann mich beruhigen. Außer das natürlich hier. Taras Motto ist ja, Mimosa am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, in dem Falle auch die Nervosität. Und gut, dass sie auch gleich die Flasche gefunden hat. Sie hat sich nicht mal umgeguckt, sie hat die Flasche gesehen und da bleibe ich. Ich bin ausgehungert. Ich bin da. Bei diesem O-Ton war die Flasche wahrscheinlich schon gleich leer. Und jetzt kommt das nächste Unheil. Jemand ist vor mir da, okay? Wer wird dieser No-Name wohl sein? Wer wird denn dieser No-Name sein, wenn Emmy Russ kommt? Ich bitte euch, meine Lieben, wir erinnern uns immer wieder gerne zurück. Emmy Russ, die bei Promi Big Brother permanent so ihre Brüste massiert hat, dass auch ja die Kamera auf sie gerichtet wurde. Und sie kommt hier in einem ganz üblichen Strandoutfit im Übrigen an. Ich suche aus, nicht die. Ich entscheide, wer mein Perfect Match ist. Das habe ich auch der Redaktion gesagt. Ich wollte alle Fotos vorab sehen und gesagt, den nehme ich. Und wehe, da mischt sich jetzt irgendjemand ein. Diese Perfect Matches bei Are You The One, die werden ja mit einer Lostrommel gemacht. Einmal die Frauen, einmal die Männer, zwei losgezogen, wird schon passen, wird schon schief gehen. Da sind ja keine großen Auswahlverfahren dahinter. Also das kann mir ja niemand erzählen. Was da teilweise zusammengewürfelt ist, ist schlimmer als die Mode-Fauxpas von Claudia Roth. Naja, die sind halt noch jung. Und Geld haben die bestimmt auch keins, obwohl ich schaue. Die sind jung, brauchen das Geld und haben keins. Das ist die Erkenntnis. Denn ganz oft sind ja vor allen Dingen die männlichen Reality-Stars irgendwie so ein bisschen broke. Naja, die Girls halten sich halt mit OnlyFans über Wasser. Bis jetzt ist optisch keiner für mich dabei. Ach, für mich jetzt schon. Hallo. Emmy denkt sich ganz ehrlich, Gottes Kinder in all ihren Verzerrungen kommen hier rein. Kennen tut man sie nicht, Geld haben sie nicht und sehen auch noch alle scheiße aus. Ja, kenne ich ja. Hast du Blenden? Ja, Ostern. Also schon Ostern bestimmt. Du hast das auch ein bisschen mit den Ohren, das fällt mir schon auf. Ich höre dir einfach nicht zu, deshalb habe ich es in den Ohren, weil die einzige Stimme, die hier was zählt und die ich am liebsten höre, ist nämlich meine. Mein Name wird irgendwie mit Sex immer verbunden. Mein Name wird immer mit Sex verbunden. Warum wohl? Dabei gab es in diesem Format doch gar keinen Sex, weil die Verführerin wollte ja gar nicht die Schere für dich machen. Heimlich, im toten Winkel und ohne Mikro. Wenn wir uns noch erinnern mögen. Nun denn, Mark Robin, die Red Flag aus Baden, 20 Minuten von mir weg, ist angekommen und ist dabei. Ich bin gespannt. Vielleicht hat sich ja auch nicht nur optisch, sondern auch innerlich bei ihm ein bisschen was getan. Und die Red Flag wird vielleicht ein bisschen hellroter. Schauen wir mal. Der hat mal bei mir geliked oder mir geschrieben oder so. Eins von beiden. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe nicht darauf reagiert. Gar nicht mein Besser nicht. Der ist wirklich so 0% mein Typ. Der hat mir mal was geliked oder geschrieben. Das habe ich ja völlig überhaupt gar nicht beachtet. Also, warum auch?
excuse me, ich bin Emmy Russ. Da muss schon ein standesgemäßer Typ herkommen. Und am besten alt, krank, aber mit viel Geld. Das wäre mir am liebsten, weil dann erbe ich reich und muss nicht so viel Zeit mit dem verbringen. Unloyal und unehrlich ist und seine Freundin öffentlich im TV betrügt. Ja, bei dir? Klar. Der helfen ihm auch seine neuen Zähne nicht und seine neue Frisur oder keine Ahnung, was der alles gemacht hat. Mark Robin, der hat ja mehr an sich rumschrauben lassen als ich. Zu mir hat ja letztens mein Chirurg in München gesagt, also Frau Lettken, wenn ich jetzt noch bei Ihnen irgendetwas machen soll, muss ich Ihnen einen Penis rannähen. Ich bin Chris, bin TV-Gesicht. Und Vollzeit-Daddy. Nein, nicht Vollzeit-Daddy, leider nicht, aber ich bin Daddy. Chris Breu, der mir tatsächlich nur mit einer einzigen Sache im Gedächtnis hängen geblieben ist. Und das war das fälschlicher oder irrtümlicherweise gepostete Masturbationsvideo von ihm in seiner Story. Ja, was fällt mir da ein, wenn ich Chris Breu daten müsste, würde ich sagen, lass uns Fremde bleiben. Ich glaube, dass es ein Triggerpunkt ist, wenn eine sehr natürliche Frau reinkommt und die immer alle so unnatürlich aussehen. Oh mein Gott, Germany's Next Topmodel, Berlin Corona Edition. Ich erinnere mich noch dran, wie Linda am Park-In-Hotel am Alexanderplatz das Shooting, das Höhenshooting, nicht geschafft hat. Sie hat unter anderem auch Heidi nach Zigaretten gefragt. Also da glaube ich schon, dass Beef mit ihr absolut vorprogrammiert ist und vor allen Dingen, wenn sie sagt, ja, so eine wunderschöne, natürliche Frau wie ich und guckt euch alle Plastics an. Ja, Leute, bei jeder vollen Narkose gehen Gehirnzellen drauf und das bei diesen bescheidenen Ressourcen. Einen schönen guten Tag. Da haben wir Sophia und jetzt habt ihr eine Aufgabe. Like dieses Video, lasst einen Kommentar da und vor allen Dingen, wenn ihr auf meinen Counter da hinten guckt, ein Abo da lassen, dann erfahrt ihr hier immer die neuesten Trash-News, Reaction, Gossip, Interviews und durchaus auch provozierende und provokante Videos. Deshalb, das Abo ist ein Muss. Ihr habt da was zuzustellen. Nämlich die Hausregeln. Erstens, Leute, bitte gebt Gas, bitte lernt euch kennen und bitte findet denjenigen, der perfekt zu euch passt. Ich kann nicht wie bei der letzten Normalo-Staffel nochmal 200.000 Euro versaufen, das macht meine Leber nicht mit. Wir geben Gas! Wo früher deine Leber war, ist heute eine Minibar. Sehr gut. Ja, wir sind auch hier dafür Spaß, aber das Ziel muss sein, unsere 10 Lichter voll zu bekommen und das Game zu gewinnen. Der Ex von Chill, Lars Maucher, ist hier. Er hat wohl jetzt endlich diesen Trennungsschmerz überwunden und sagt sich, meine Hände haben 10 Finger, hier gibt's 10 Frauen und das kann kein Zufall sein. Zweitens, wenn ich einen Witz mache, wird gelacht, damit das mal klar ist. Das war kein Witz. Antonino, mein Freund, mein Hi. Weihnachtsmann, das Wie kann ja nur lustig Sophia? Werden mit dir. Ciao, Tomal, ciao, ciao. Und dann gibt's noch ein paar Exen von den Are You The One All-Stars. Melinas Ex. Wo bist du, Tim? Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch zur Trennung, sage ich dann nur. Da weiß man nicht so richtig, wem man bei dieser Trennung gratulieren soll, ihm oder ihr. Das Thema verfolgt mich immer noch. Ich dachte, nach Prominent getrennt ist Sense damit. Schatz, du glaubst doch wohl ehrlich nicht, dass wir irgendwas vergessen. Und dann haben wir noch die Ex von Mike Heiter. Wo ist er, die Laura? Laura, obwohl du bist ja eigentlich auch so ein Aito All-Star, oder? Ja, ich war Staffel 1. Ich war Staffel 1 bei I the One. Könnte ich zählen, könnte ich dir sagen, welche Staffel es jetzt ist. Mark Robin, wo ist der? Da bist du. Aber Unfall macht auch nur, weil du neue Zähne und neue Haare hast. Ja. Vom Baumarkt. Ja, aber würdest du sagen, sieht besser aus schon, oder? War schon ein Upgrade. Optisch mag es ein Upgrade sein, aber es bleibt ja immer noch die Persönlichkeit übrig. Und das ist wiederum das größte Downgrade. Bisschen Nadja Abdel Farag hier, aber ansonsten alles okay. Ja, aber so muss das doch, die leuchten auch im Dunkeln. Wer ist denn der Megastar der Staffel, Leute? Schingeling Ling. Emmy Russ sagt natürlich, ich bin der Megastar. Und alles andere, ich kenne die nicht, kenne diese Menschen gar nicht. Dinge ist immer noch Dschungel. Deswegen würde ich sagen, Tara, wo bist du? Ah, danke schön. Ja, ich zähle auf dich. Ich hoffe, die Boys haben sich alle notiert. Und schwupps hat sie die Keule bekommen, die Emmy. Ja, Tara. Du? Könnt ihr mir nicht sagen. Also, wir sind alle nicht im Spaßraum, aber ich meine Spaß im Sinne von, wir haben alle mal durchprobieren, so, ne? Ich muss erstmal alle durchprobieren. Ich bin eine Size Queen und danach werde ich entscheiden. So schaut's aus. Ja.
Jeder kann hier seinen Spaß haben. Ganz ehrlich, ich verurteile das nicht. Aber ich vertrete diese Werte einfach nicht. Die Werte, die Emmy Russ vertritt, würden mich schon auch mal echt interessieren. Was für Werte vertritt Emmy Russ? Puh. Also bleibt abzuwarten. Also auf jeden Fall möchte sie Nummer 1 sein und nicht gleich rummachen und rumknutschen. Finden wir per se ja schon mal völlig in Ordnung. Muss ja auch nicht sein. Nur ist sie hier tatsächlich auf der Suche nach ihrem Perfect Match. Mit der Arsena hatte ich schon mal ein Date zum Beispiel. Das war aber weit, weit, weit vor der ganzen Reality-Geschichte. Demnach war das dann auch weit vor seiner Frau und bevor er Vater geworden ist. Denn, ja, da war er ja dann schon im Game. Ich muss ehrlich sagen, Nadja macht mich voll horny, ey. Ich glaube, jede Frau, die nicht gleich Widerworte gibt oder wie so ein Berserker auf ihn zugerannt, gerollt kommt und ihn klein und niedermacht, macht ihn horny. Ja, also ich habe auf jeden Fall jetzt schon einen Crush auf Nicola. Das ging zwar jetzt super schnell und ich will auch noch offen sein für die anderen, aber ich muss sagen, der hat es mir angetan. Laura hat auch ein pures, goldenes Händchen für Red Flags. Nach der Couple Challenge war es Calvin, von dem sie sich tatsächlich eine echte, wahre Beziehung gewünscht hätte. Und da denke ich mir, okay, Girl, du bist einfach ein Red Flag-Idiotenmagnet. Schau mal zum Pool. Die knutschen da die ganze Zeit rum. Wer ist das? Nicola und ich weiß nicht, wie sie heißt. Dann sehe ich den knutschend mit der Nadja im Pool und ich denke mir so, okay. Nadja kommt ja auch aus Schwaben. Und ich glaube, dass Nicola sich einfach sofort wohlfühlt, wenn er bei einer Frau diesen schwäbischen Dialekt hört. Und dann fährt sich da automatisch die Zunge aus. Ich bin mir vorgekommen wie in einem Swingerclub. Ich muss eine Nacht drüber schlafen. Morgens neuer Tag. Vielleicht sehe ich das alles noch mit anderen Augen. Hat ein Outfit an, mit dem sie wunderbar nach Pigalle passen würde und beschwert sich darüber, dass die Leute miteinander rummachen. Genau die richtige Sendung. Ich hasse das ja auch, wenn die gerade auch die bekannten Reality-Stars dann immer sagen, ich habe ja auch nie eine Staffel gesehen. Ich wusste gar nicht, um was es hier geht. Ich habe mir den Chris geschnappt und mit dem wollte ich eh rummachen. Mit dem Chris wollte ich eh rummachen, weil ganz ehrlich, ich meine, der war mit Eva Benetatou zusammen. Den kann man ja so leicht manipulieren. Genau mein Ding. Sorry, aber ich bin so geschockt. Ich glaube, ich bin zu sensibel für diese Show. Ja, aber das ist auch der erste Abend. Emmy Russ und sensibel? Das ist so, wie wenn ich sage, Chris Boy ist hochintelligent. Ich glaube, ich bin gemacht dafür. Was ist dein Aszendent? Weißt du was? Was? Dein Aszendent? Wieso was passiert? Chris knutscht mit der Dingsform im Pool. Der Pool ist so the place to be. Also da wird rumgeleckt, rumgeschleckt, geschmust, gefummelt. Und jeder macht's ja irgendwie mit jedem. Selbst Tim Kühnel lässt hier schon mal gleich gar nichts anbrennen. Germany's Topmodel, Alter, ich muss auch schon wieder. Das ist nicht Germany's Next Topmodel, das ist Germany's Next Superbitch. Und natürlich schnappt die sich auch gleich was. Vorgestellt hat sie sich auch nicht, als sie reingekommen ist. Das ist ja auch was ganz anderes, weil Germany's Next Topmodel ist ja gar kein Trash. Und auch kein Reality. Und das ist eine hochseriöse Sendung, aus der die Dame kommt. Während hier eine Bumsinsel nach der nächsten angeschwemmt wird. Entschuldigen Sie, Damen und Herren, meine Damen und Herren. Habt ihr Bock auf so eine kleine, minimale Runde Flaschen? Lukas, dass Lukas überhaupt dabei ist. Lukas ist die schlimmste Red Flag da drin, in meinen Augen. Prominent getrennt war der Abschuss. Er hat uns alle verarscht bei der Bachelorette. Er ist ein Fremdgeher, er ist ein Lügner. Er hält sich hier für den geilsten, für den tollsten. Dabei, ganz ehrlich, wenn ich seinen Terminkalender machen würde, ich würde am Montag erstmal einen Termin beim Logopäden machen. Ich will ein bisschen da und da rumknutschen und Spaß haben. Bei Ex on the Beach hat sie es uns ja gezeigt, wie das mit dem Spaß machen und rummachen wunderbar geht. Ich denke, dass sie genau den Kurs weiterfahren wird, die Gabby. Ich check gar nicht mehr, wer findet wen gut, wer findet wen nicht gut. Gefühlt hat jeder mit jedem rumgemacht.
Ja. Schön, weitermachen. Wenn Laura irgendwann mal die Beine übereinander schlägt, dann sagt das eine Bein zum anderen, oh schön, wir treffen uns auch mal. Ups. Nicola und Tara, Eude, da bist du aber jetzt ganz nah am Watschenbaum. Ja, wir sind hier bei Aito. Was heißt das denn jetzt hier, dass wir jetzt alle hier sind oder was? Ich verstehe es nicht. Emmy hat doch vorhin selbst gefragt, ob wir hier im Swingerclub sind. Ja, genau das ist es. Ich glaube, eigentlich sind wir eine Truppe, die sehr offen ist. Aber trotzdem war es so, als ich den ersten Moment hier war, jeder kennt sich irgendwie und ich war so... Hi, so. Ich bin Lukas. Super, Lukas macht's genau richtig. Erst die Zunge reinstecken, alles abtasten und dann 2 Stunden später sich vorstellen. Hä? Hä? Und jetzt kennen wir beide uns doch auch. Endlich haben wir uns jetzt auch mal kennengelernt. Und auch wenn ich deinen Namen schon wieder gleich vergessen habe, ich bin's, der Lukas. Hä? Und dann meinte Lukas, komm Jenny, wir gehen in den Boomerang. Das ist too much hier. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall hier wegrennen. Können wir mal kurz festhalten? Eben war er noch mit Linda am Züngeln, am sich vorstellen und am Hä? Machen. Und jetzt geht er mit Jenny in den Boom-Boom-Room. Wow, krass. Also er lässt wirklich nichts anbrengen. Er wird seinem Ruf, würde ich mal sagen, 100% gerecht. Ja, ich bin halt mit Nico ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen. Und Nico lässt auch nichts anbrennen. Schlägt die Tara ab, dann hier mit der Schwebin zusammen direkt im Bett. Also da geht's schon richtig ab. Mal sehen, was der nächste Morgen hier so bringt. So eine Latte gab gestern, Bruder. Die einzigen Gedanken, die Lukas tatsächlich hat, ist, was ist der Unterschied zwischen einem langen Rock und einem Mini-Rock, die Zugriffszeit? Wir sind wirklich auf einer Wellenlänge mit, hey, das ist der erste Tag, so wir sind jetzt hier kein Couple oder sowas. Wir sind hier kein Couple, es ist der erste Tag, ich hatte jetzt 4 Frauen, es fehlen noch 6. Rechnen kann ich. Ja, wenn ich Spaß hier habe und ich möchte nicht, dass jemand sagt, ey, und mir die Vorwürfe macht, warum das oder das oder das oder das oder das. Die Vorwürfe macht das oder das oder das, also wie in der alten Beziehung, meinst du? Ja, ich bin sehr beeindruckt, wie sexy die Männer aussehen. Ein typisches neues Are You The One-Spiel, nämlich diese Zuckerperlen, Slips und Ketten müssen abgenagt werden. Diese primitiven Spiele erspare ich euch doch weitgehend. Die könnt ihr aber natürlich in voller Länge genießen bei RTL Plus. Link zur Sendung findet ihr da unten. Nico, heute möchte ich mal ein bisschen besser Tara kennenlernen. Okay. Dann würde ich gerne mit dir auf Date gehen. Und das war jetzt schon wieder ein Schlag ins Gesicht. Da ist ihr doch tatsächlich die Maultasche im Hals stecken geblieben. Dieses Schießen, dieses so, ich bin keine zweite Wahl. So, und sie kann ja überall die erste Geige spielen, nachdem sie gestern mit 5 Männern rumgemacht hat. Absolutes Slut-Shaming. Punkt um Ende. Mehr muss ich gar nicht dazu sagen. Da sind noch amateurhaft drauf. Mit einer Hand, Junge. Das ist doch gut. Das ne? Ding, wenn du schon machst, dann richtig. Ich mach das bei Gabriela dann. Oh, soll ich echt hier rauf? Uiuiui. So. Ja, jetzt aber du. Oh, Schwester, ja. Ich glaube, wir haben den Jackpot gezogen. Schwester, der letzte Jackpot, den ich gezogen habe, war im Bräuninger. Und das war, wo der Bikini tatsächlich 50% runterreduziert war. Ich weiß nicht, ich bin kurz davor, ihn auszusortieren eigentlich. Kurz davor oder schon passiert? Ich fand's echt frech. Also Emmy passte schon mal gar nicht, dass Ozan da rummassiert und andere Frauen begrapscht. Also das geht natürlich gar nicht, wenn ich zuerst bei der Queen hausieren gehe. Ja, ich habe eigentlich einen Ick auf Männer mit langen Haaren. Ja. Hast du echt? Ja. Boah. Aber irgendwie. Aber man muss doch mal was Neues probieren. Man muss doch mal was Neues ausprobieren. Ja, du könntest auch was Neues ausprobieren. Ein Kurzhaarschnitt. Antonino ist mein Favorite. Ja? Ja, bis jetzt. Okay, da kann ich jetzt zustimmen. Wäre auch mein Favorite bisher. Will ich nicht. Sag doch nicht so beleidigt. Nee, du bist für mich jetzt aufgeschmutzt. Hier braut sich der erste Sturm aka Tornado zusammen. Denn, ja,
Wie kann er denn jemand anderes anfassen? Jetzt ist er beschmutzt. Was ist das? Du massierst? Du hast mich nicht mal massiert. Hast du gefragt? Hat sie dich gefragt? Ja. Darf ich dir eine Dame abnehmen? Ich mach das bei Gabriela dann. Das ist immer so dumm, wenn so ein Gegenschnitt kommt, ja? Und man direkt sieht, okay, der hat gelogen, der Osan. Also wenn du mir meine Füße massierst dafür, dann... Füße massieren natürlich nicht. Komm, aber ich frage dich doch danach, so wie sie dich gefragt hat. Ja, aber sag, ob ich den Rücken massieren kann. Ja, und ich frage, ob du meine Füße massieren kannst. Und Arsch? Nur hier oben und so. Du hast dann ihren Arsch massiert? Hier oben rum, du bist nicht angepackt. Ich fass meinen Arsch jetzt nicht an, wenn du ihren angefasst hast. An Osans Stelle wäre ich spätestens jetzt abgehauen. Ehrlich, ey, wie arg ist das? Für was hält sich Emmy da drin? Ganz ehrlich. Als ob die anderen Schmutz wären oder irgendwelche übertragbaren... Okay, das kann natürlich alles sein. Sieht so aus, als müssten wir jetzt irgendwas zerschlagen. Manche Leute mögen das ja zum Aggression abbauen und so weiter. Aber ich bin halt eine Lady. Dass die Produktion dieses Risiko eingegangen ist, den Waffen in die Hände zu geben, um Himmels Willen, das hätte ja ganz anders enden können. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das ist mal ein anderes Date. Ja, wenn ich da an dich gestern im Pool denke, am Rumschmusen und dann im Bett am Bild rummachen, dann kann ich da auch mal draufhauen. Und zack, die hat noch nicht mal eine Keule in der Hand und schon hat sie zugeschlagen. Hast mich nicht beeindruckt. Wie sollte er denn auch dich da damit beeindrucken? Dinge zu zerstören war ja eigentlich immer Glorias Ding. Allerdings hatte auch mal Mark Robin zerstochene Autoreifen nach Temptation Island, wenn ihr euch erinnern mögt. Das Ding ist halt, ich finde, wir matchen schon krass so, also wir verstehen uns voll gut. Aber ich kenne deine Ansichten gar nicht. Eine der wichtigsten Ansichten von Mark Robbie ist, wir lassen das Gummi weg. Der liebe Lukas spielt hier so ein bisschen Spielchen, ne? Also das merke ich immer mehr. Das schmeckt viel besser, weil war da irgendwo war auch noch dein Lippenstift, glaube ich. Der Lukas ist wirklich dunkel, dunkel, dunkelrot. Und auch so billige Anmachsprüche, oh, es schmeckt viel besser, da ist dein Lippenstift gewesen. Und... Tentaculo ist das. Das ist ein Oktopus da drin, ja, der überall seine Finger, seine Hände einmal drin haben muss. Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich sehe dich immer so mit vielen Mädels flirten. Tara, hab doch mal ein bisschen Nachsicht. Der Junge hat doch ordentlich Nachholbedarf. Der wurde ja an so einer kurzen Leine gehalten, dass es ja schon fast Tierquälerei gewesen ist. Schon krass, so über 2 Jahre Kessel zu haben, finde ich. Warum hat mir diese Szene so viele Gay-Vibes gegeben? Fragezeichen. Nun denn, Tara hatte 2 Jahre keinen Sex, ist ja auch in Ordnung. Da muss dann halt erstmal nochmal mit dem Feudel durchgewischt werden. Ich habe das Gefühl, dass der liebe Lukas irgendwie so überall so ein bisschen touchy und sehr flirty unterwegs ist. Ich verstehe auch gar nicht, dass die Girls das so drauf abfahren auf ihn oder das teilweise auch zulassen. Ich könnte ihn schon gar nicht ernst nehmen, wenn er mich irgendwie anspricht. Ich bin da noch gespannt. Siehste? Das war Lukas schon gar nicht. Nur ein bisschen. Und unter der Dusche wurde schon wieder extremely touchy. Ich kann hier nicht die ganzen Szenen reinschneiden, sonst wird es von YouTube wieder mockiert. Deshalb guckt euch die ganze Folge an. Die hat nicht Hallo gesagt? Wer hat nicht Hallo gesagt? Die hat ja. Ja, ist doch normal. Komm, wie tickt eine Frau? Eine Frau möchte haben, wenn du weißt, du bist mit ihr close, dass du kommst. Und wenn du nicht kommst, hey, wie geht's, oder nimmst du sie mal beiseite, dann testet dich doch gerade. Das muss man ihm auch wirklich erklären. Ich meine, der Nicola kommt aus einer Beziehung, wo die Frau ja permanent schreiend entweder auf ihn zugerannt kam oder hinterhergerannt kam. Du gibst mir kein gutes Gefühl und gar nichts, wenn du gehst. Du gibst mir genau das gleiche Gefühl, wie wenn ich einkaufe gehe und alles, was im Prospekt im Angebot war, schon ausverkauft ist. Das ist das Gefühl, was du mir gibst. Soll ich dir ein gutes Gefühl geben, als ich Alter, wir waren heute Nacht im Bett. Shit. Ja, da hat er sich jetzt aber mal wirklich selber so ein richtiges Ei gelegt. Guck dir einfach an, welches Häschen du mit ins Bett nimmst, Nicola. Also, ich habe das Gefühl, dass ich von ihm so, noch so gut wie gar nichts weiß, deswegen kann ich es nicht einschätzen. Gar nichts weiß. Habt ihr nicht miteinander gesprochen? Doch, klar, ich finde, ich weiß noch nichts. Da kann die Sprachbarriere vielleicht auch noch ein Hinderungsgrund sein. Oder Tara hat ihn einfach zugesappelt und er kam überhaupt gar nicht zu Wort. Philipp Pavlovic kam ja auch nie zu Wort bei Tara.
Da ist ja immer in irgendeinem anderen Mund drinnen. Wenn er was sagen will, dann steckt er ja eher die Zunge wieder in irgendjemand anderen rein, die ja dann auch immer gleich begierig das Maul aufreißen. Sie ist eine geile Sau, ob das so... Kann man machen, oder? Er bezeichnet sie wirklich als geile Sau. Ey, das ist doch das absolut schlimmste Kompliment, was man machen kann. Das kannst du vielleicht zu deinem besten Kumpel sagen. Aber sag das doch nicht zu einer Frau. Und da haben wir es wieder, ja? Eine hübsche Schüssel mit wenig Inhalt. Ja, also ich muss sagen, ich fand das Date jetzt nicht so romantisch. Es war halt ein Schrottplatz, ne? Hab sowas halt auch noch nie gemacht, ein Auto demoliert, muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Mhm. Ich habe mir da so ein bisschen mehr Unterstützung gehofft von Mark Robin, die habe ich da nicht so bekommen. Echt nicht? Nee. Hast sie alleine ackern lassen. Ja, aber guck mal, das war jetzt auch nicht so unser Ding. Das war nur das Ding von meiner Ex und das habe ich am eigenen Leib gespürt und erlebt. Mein Ding war das hier noch nie. Das machen wir in Karlsruhe nicht. Also, wir haben ja schon vermutet beim Date, dass wir in die Matchbox gewählt werden. So kurz vorher ist natürlich schon so ein bisschen Aufregung. Ich hätte eher gedacht, dass die tatsächlich Nicola und Tara da reinwählen in die Matchbox. Also auf das Ergebnis bin ich brennend gespannt. Das sehen wir nächste Woche dann, wenn es wieder die Doppelfolge gibt für euch am Freitag, samstags hier auf dem Kanal, dann die Reaction. Ich hoffe, ich schaffe es alles rechtzeitig, dass ich Mitternacht schon veröffentlichen kann. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Lasst mal in den Kommentaren hören, wie es euch gefällt, wie ihr die Besetzung, den Cast findet und vielleicht auch mal so einen Tipp abgeben, sind sie ein Perfect Match oder nicht, wenn, ich habe es irgendwo bei Instagram mal kommentiert, stell dir einfach vor, Mark Robin ist dein Perfect Match. Made my day. Ciao, bis dann.